Amerikanische Soldaten, wenn sie in diese heißen Länder gehen, wo da viel Strahlung ist und so weiter und auch an andere Strahlungen vielleicht ausgesetzt sind wegen Kernstrahlung und so weiter, was sind die Chancen, dass sie dann Krebs bekommen? Und da haben sie solche Experimente gemacht und herausgefunden, dass alle Ratten, die diese Exstrahlen bekommen haben, die nicht Phytoestrogene in der Ernährung hatten, sind alle gestorben an Hautkrebs. Aber die Ratten, die Phytoestrogene in der Ernährung hatten, nicht eine ist gestorben an Hautkrebs. Was sagt das? Also nicht der Hut ist vielleicht so wichtig, sondern was im Bauch ist, ist vielleicht wichtig. Also, Östrogene haben auch einen ganz wichtigen Einfluss auf das Gehirn. Wir brauchen Östrogene und Männer, darum haben wir auch ein bisschen Östrogene. Da sind zwei Formen von Alzheimer, die es gibt. Early Onset, eins, das früh kommt und kann schon zwischen 30 und 70 Jahren manifestieren. Heutzutage immer mehr und mehr junge Leute, die Alzheimers haben. 30 Jahre alt, 40 Jahre alt. Wir haben einen der Schulleiter bei uns in Südafrika, bei Helderberg High School, der hat Alzheimers. Mit 40 Jahren Alzheimers bekommen. Stell dir das mal vor. Muss im Ruhestand sein, er kann überhaupt nichts mehr tun, er kann gar nicht, er weiß nicht erst, wo er wohnt. Ja, 40 Jahre alt. Das ist unerhört. Aber Alzheimer kommt meist, wenn man schon älter ist. Und es ist 1,5 mal höheres Risiko bei der Frau als bei dem Mann. Eben weil nach der Menopause verschwindet das Östrogen. Und es ist mehr allgemein bei Menschen, die in den Städten wohnen, als Menschen, die auf dem Land wohnen. Das ist interessant. Denn Menschen, die auf dem Land wohnen, essen vom Land, kriegen also Phytoestrogene. Da sind auch andere Faktoren, so wie genug Übung und so weiter. Aber Ernährung scheint der wichtigste Grund zu sein. Uterus, Gebärmutter, richtig? Ja? Okay. 54% Risikosenkung, wenn man Phytoestrogene in der Ernährung hat. Magenkrebs. In Japan, wo viel Tofu gegessen wird, in einigen Gegenden, gibt es fast keinen Magenkrebs. Und der restliche Japan hat hohen Magenkrebs, denn sie essen viel Gepickeltes und Gesalzenes. Die Antioxidante, so wie C und E, das sind die, die wir nötig haben und wir schlucken sie meist in den Pillen und so weiter. Das funktioniert gar nicht, wie es funktionieren muss, denn es muss mit den Phytoestrogenen zusammenarbeiten. Phytoestrogene und Antioxidante funktionieren und verhindern, dass LDL-Cholesterol in den Blutgefäßen sitzt. Also die Blutgefäße werden mehr elastisch, sagen wir mal so, wenn Phytoestrogene gegenwärtig sind. Und dann was Knochen betrifft, so wie Östrogene, machen sie die Osteoklasten weniger aktiv. Also eine Frau vor Menopause hat Östrogene und in dem Knochen sind Osteoblaste und Osteoklaste. Und diese Osteoklasten brechen den Bein ab, den Knochen ab und Osteoblasten bauen den Knochen auf. Jetzt, wenn die Östrogene gegenwärtig sind, dann sind die Osteoklasten nicht so aktiv. Jetzt mit Menopause werden sie plötzlich aktiv und die Osteoporose wird ganz schlimm. Wenn wir die Östrogene ersetzen mit Phytoestrogene, dann passiert es nicht. Wenn wir synthetische Östrogene hinzugeben, dann hilft es nichts, weil ich kann gleich ein bisschen was darüber sagen. Es geht über die Bindungsstellen. Aber Phytoestrogene verhindern Osteoporose. Jetzt, was passiert mit Menopausenfrauen, die viel Phytoestrogene zu sich nehmen? Sie haben weniger Hot Flashes. Hitzewellen? Ah, toll. Haben wollen wir gar nicht. Und Trockenheit der Geschlechtsteile wird verhindert. Cholesterol wird auf einem richtigen Niveau gehalten. Osteoporose ist weniger, Krankheiten der Haut sind weniger und Gehirn etwas
geschützt oder wesentlich geschützt. Jetzt, was passiert während Menopause? 70% der Östrogenrate verschwindet. Das ist ein Riesenschock. Und darum haben sie Hormonersatztherapie. War das richtig? Okay. Aber dann hat man wieder ein höheres Risiko von Brustkrebs. Und das sind starke Drogen. Und man hat ein höheres Risiko von Schlaganfall. Naja, und dann sitzt man im Rollstuhl und erkennt die Kleinen, die Enkelkinder nicht mehr. Das möchte man ja nicht haben. So, komm, wir machen mal ein kleines Experiment. Komm, wir zählen mal zusammen, jeder hier, und wir schauen mal, wer was bekommt. Guck mal, ob ihr das mathematisch zusammenbringt. Wenn ihr regelmäßig Sojamilch gebraucht, anstatt Kuhmilch, jeden Tag, und ihr gebraucht es auf eurem Frühstück und so weiter, dann gebt ihr euch mal 5 Punkte. Wenn ihr einen Stift habt, schreibt es euch auf. Dann könnt ihr es ja mal ausrechnen, hier, wer was hat. Und dann schauen wir mal, wo wir so sind. Ich mache das mit Studenten und mit Leuten, die nicht eigentlich so gesundheitsbewusst sind. So in vielen Organisationen werde ich eingeladen, um Vorträge zu geben. Und ihr werdet staunen, was für Punkte die Leute bekommen. Also wenn ihr Sojamilch anstatt Kuhmilch gebraucht, bekommt ihr 5 Punkte. Are you phytoprotected? Seid ihr phytogeschützt? Zweiter Punkt ist, isst ihr regelmäßig Sojabohnen? Entweder als Sojabohnen oder als Tofu oder Soyburgers oder Kunstfleisch, Gummifleisch, ist egal. Tofu ist das Beste oder die Bohnen. Wenn ihr es regelmäßig tut, dann gebt ihr euch noch 5 Punkte. Da habt ihr schon 10. Machen wir ein bisschen weiter. Was von anderen Bohnen, so wie Kichererbsen, Linsen, rote Bohnen und so weiter, Hummus, Dal, Purin, in welcher Art auch immer. Wenn ihr andere Bohnen außer Soja auch noch isst, kommt ihr noch 2 Punkte. Zählt dazu. Dann ein ganz wichtiges Produkt. Ich werde heute noch viel drüber reden. Leinsamen. Linseed. Wenn ihr Leinsamen gebraucht, am besten Leinsamen bisschen fein hacken als Puder und einen Teelöffel oder sogar einen Esslöffel im Müsli rein morgens oder ins Brot reinschmeißen, wenn ihr backt und so weiter. Wenn ihr regelmäßig, täglich einen Teelöffel mindestens Leinsamen zu euch nimmt, 5 Punkte. Ich werde gleich erzählen, warum Leinsamen so wichtig ist. Fünftens. Sprossen, Alpha-Alpha oder Säusprossen, irgendwelche Sprossen, die ihr gebraucht, wenn ihr sie regelmäßig gebraucht, mehr als 1 oder 2, 3 Mal die Woche, bekommt ihr 3 Punkte. Jetzt, Früchte, frische Früchte, täglich, mindestens täglich, 3 Stücke Früchte mit Aprikosen oder Beeren oder was auch immer, in welcher Form auch immer, regelmäßig jeden Tag Früchte, aber es muss jeden Tag sein, 3 Punkte. Mindestens 5 verschiedene Gemüsearten pro Tag. Das ist nicht schwierig. Ihr denkt, das ist vielleicht viel, aber wenn man zum Beispiel Sellerie als Kraut gebraucht oder irgendein Kraut dazu. Oder wenn man die Stoffe in einer bestimmten Mahlzeit analysiert, was da alles drin ist, dann ist es nicht so schwierig. Dann bekommt ihr auch 3 Punkte. Und Vollkorn, Weizen oder Getreideart. Wenn ihr Vollkorngetreide jeden Tag isst, 3 Punkte.
Wenn ihr das nicht tut, kein Punkt, ne? Kein Punkt. Nüsse. Nussbutter, Erdnussbutter, wenigstens dreimal die Woche. Wenn ihr das regelmäßig zu euch nehmt, 2 Punkte. Und wählt ihr lieber Fruchtsaft oder Tomaten- und Gemüsesaft gegenüber andere Softdrinks, dann kriegt ihr einen ganzen Punkt noch dazu. Nicht gerade sehr viel, aber wenigstens etwas. Also Fruchtsaft eher als Schmarren. Und dann Kräutertee. Trinkt ihr Kräutertee regelmäßig? Wenn ja, 1 Punkt. Nicht sehr viel, aber es ist etwas. Es ist etwas. Und dann gebraucht ihr kalt gepresstes Olivenöl eher als anderes Öl? 1 Punkt.